Hallo und herzlich willkommen bei Blank with Movies. Ich melde mich heute mal wieder zurück nach langer Pause, kann man es so nennen. Ja, in letzter Zeit ist ja wenig los hier auf dem Kanal, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, wenn ihr treue Zuschauer seid. Ja, ich habe viel privat um die Ohren und auch, ja, gesundheitlich momentan ein paar Problemchen. Ich hoffe, das klärt sich morgen beim Arztbesuch alles auf. Ja, deswegen kam ich nicht so zum Video machen. Ich hatte auch nicht wirklich so groß Lust. Ich habe jetzt viel Zeit mit Spielen auch verbracht, war jetzt die letzten Tage im Osterurlaub und ja, von daher kann man es vielleicht ein wenig verstehen, dass man nicht die Zeit, die Lust hat und natürlich auch andere Sachen im Leben da sind, die man ja vorzieht vor diesem YouTube-Hobby. Aber ich habe mich jetzt entschieden, mal wieder ein bisschen was für euch zu machen. Das heißt, ich will jetzt wieder regelmäßig Videos produzieren. Ich hoffe auch viel jetzt in Photoshop. Habe mir jetzt auch die neueste Ausgabe des Magazins Photoshop geholt. Da sind zwei Hefte drin. Da denke ich mal, kriege ich genug Inspiration, um euch ein paar schöne Design-Tutorials zu machen. Ja, heute widmen wir uns aber mal noch etwas anderem, und zwar geht es heute ums Panorama. Ja, hat ein bisschen was mit Fotografie und Photoshop gleichzeitig zu tun, wobei das eher in Photoshop ein kurzes Erlebnis wird, aber ja, wir fangen einfach mal an. Ich werde euch erstmal bildlich erklären, was es beim Panorama geht, beziehungsweise was ihr denn für Schritte unternehmen müsst für ein Panoramafoto. Dazu habe ich ein paar Grafiken vorbereitet. Ich hoffe, es ist nicht zu schlicht gehalten. Ich denke mal, man versteht es trotzdem sehr gut. Ja, wir stehen jetzt hier vor einem Panorama, so kann man es nennen. Das kann jetzt eine große Landschaft eurerseits sein oder sonst wo. Und ihr steht mit eurer Kamera jetzt natürlich davor und seht diese prachtvolle Aussicht von links nach rechts. Ihr könnt ja euren Kopf bewegen, drehen und machen, was ihr wollt. Ihr seid ja real life vor diesem schönen Motiv. Und ja, da steht ihr mit eurer Cam halt vor einem schönen See oder wirklich einer riesigen Landschaft, einer großen Kulisse und möchtet das Ganze auf Foto quasi festhalten. Dann versucht ihr natürlich ein Foto zu schießen, schaut je nach Kamera natürlich durch den Sucher oder aufs Display und ihr merkt, dass auf dem Foto nur ein gewisser Abschnitt, ja, der ganzen Umgebung wiedergegeben wird. Das liegt natürlich daran, dass ja, eine Kamera halt nicht begrenzt in die Ferne oder in die Breite hin aufnehmen kann. Das ist objektivabhängig natürlich, je nachdem, was für ein Weitwinkelobjektiv man hat oder wie weit man natürlich auch vom Motiv entfernt steht. Je weiter man zurückgeht, desto mehr kriegt man natürlich auch in die Breite mit. Aber ja, wenn man jetzt eine gute Lage hat, wo man quasi das Foto in der Höhe fast ausfüllt, fehlt natürlich an der Breite immens was an, ja, an Platz. Um jetzt trotzdem dieses Panorama quasi einzufangen und zu erstellen, geht ihr wie folgt vor. Ihr solltet erstmal euer Stativ auspacken und das aufstellen. Das ist bei so einer Sache schon wichtig. Es kommt natürlich darauf an, was für eine Kamera ihr habt, wie sehr diese auf Handbewegung oder Zittern reagiert, wie sehr sie das rausfiltern kann. Aber ja, einige können es. Ich empfehle trotzdem, da ein Stativ zu verwenden oder zumindest irgendwo die Kamera draufzulegen, wo sie standfest steht und sie sich dort trotzdem bewegen lässt. Ja, am besten natürlich ein Stativ, ansonsten nehmt das, was ihr da zur Hand habt und dann beginnt ihr und nehmt das Panorama, nenne ich es jetzt, stückweise auf, also ihr geht in die Landschaft und haltet zum Beispiel von links nach rechts oder von rechts nach links, das ist relativ egal, haltet ihr hin und ja, macht ein Foto von der linken Seite als erstes, dann schießt ihr ein zweites Foto ein bisschen mehr zur Mitte hin. Diese Fotos können und sollen sich sogar ein bisschen überlappen. Das ist kein Problem. Also auf dem ersten Foto, beziehungsweise auf dem zweiten Foto darf ruhig auch ein Stück vom ersten Foto noch mit dabei sein. Und so geht ihr dann Schritt für Schritt vor, macht ein drittes Foto und zu guter Letzt auch ein viertes Foto. Es können natürlich auch fünf sein oder nur drei, je nachdem,
wie groß oder breit euer Panorama sein soll. Nehmt ihr natürlich auch die Anzahl an Fotos auf. Und dann habt ihr theoretisch vier schöne Fotos geschossen, habt also dieses lange Panorama, das vor euch liegt, in vier Bereiche jetzt unterteilt. Und wir kehren jetzt einfach mal wieder zum Desktop zurück und ich zeige euch, was ihr mit diesen vier geschossenen Fotos dann jetzt in Photoshop letztendlich anstellen müsst. So, willkommen zurück auf meinem Desktop. Hier habe ich einen Ordner Panorama angelegt. Dort sind jetzt vier Bilder vorhanden. Ich kann sie euch auch noch mal kurz zeigen. Und zwar ist das eine Aufnahme vom Edersee, die jetzt das letzte Video von euch geschaut haben, von dem Fotoshooting Edersee. Die kennen vielleicht das Panorama schon. Ja, hier habe ich halt das erste Foto gemacht quasi. Hier seht ihr noch ein bisschen so rechts diese, ja, zweite Insel oder dieses Waldstück, wie man es nennen mag. Und das taucht auf dem zweiten Foto hier auch nochmal auf. Also es überschneidet sich quasi mit dem ersten Foto. Hier geht es dann weiter. Wobei hier schon Häuser anfangen. Auf dem dritten Foto werden diese Häuser hier wieder weitergeführt. Und es geht halt immer weiter. Hier fängt es jetzt halt, seht ihr schon, ein wenig an diesen gelben Fahnen, fängt halt schon ein bisschen so der Bootssteg an und der ist auf dem vierten Foto dann hier auch mit dabei. So, diese vier Fotos habe ich dann jetzt soweit erstellt. Das ist jetzt mein Panorama in diesem Fall und jetzt zeige ich euch, wie ihr das in Photoshop zu einem Bild zusammenkriegt. Dazu öffnet ihr natürlich am besten erstmal Photoshop. Und bei mir ist das nicht schwer zu erkennen, CS3. Von daher kann ich es euch auch nur am Beispiel Photoshop CS3 zeigen. Diejenigen, die CS4 oder CS5 haben, müssen halt mal gucken, ob das an der gleichen Stelle diese Funktion gibt oder ob es sie woanders gibt. Eventuell auch mal bei Google nachschauen oder halt hier mal in die Kommentare gucken. Da bitte ich die Leute, die CS4 und CS5 haben, einfach mal einen Comment zu schreiben, wenn sie das gefunden haben bei sich, wo es denn genau liegt, wenn es denn jetzt woanders liegt. Ja, dann zeige ich euch einfach mal, um was es geht. Es geht nämlich um diese Automatisierung hier, die findet ihr unter Datei automatisieren, zumindest in CS3, mit dem Kennwort Photomerge gekennzeichnet. Diese Option wählt ihr dann. Dann erscheint ein neues Fenster hier, bietet ihr euch ein verschiedene Layout-Typen an. Ich nehme jetzt das Layout automatisch. Könnt natürlich auch perspektivisch oder sonst was nehmen, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich habe es jetzt mit dem Layout automatisch ausprobiert und es hat soweit funktioniert. Dann möchte er von euch die Dateien haben, die für dieses Fotomerge ja, benötigt werden. Hier unten ist ein Häkchen bei Füllbilder ergänzen eingefügt und dann drücke ich hier einfach mal auf Durchsuchen. Geh mal aufs Desktop und öffne das Panorama. Hier sind nun meine vier Fotos. Die wähle ich alle aus und lade sie hier rein. Wenn ich das getan habe, kann ich einfach auf OK drücken und Photoshop beginnt selbstständig zu arbeiten. Das dauert je nach PC, nach Fotogröße und ja, allgemeinen Sachen halt natürlich beim einen länger, beim anderen ist es kürzer, aber es kann schon seine Zeit dauern. Und wir werden die Zeit jetzt mal kurz nutzen. Ich werde ein bisschen was erzählen zur Zukunft. Also ich plane, wie gesagt, jetzt wieder ein paar Photoshop-Tutorials zu machen, was jetzt das Design angeht. Vielleicht ein paar Texteffekte, Wallpaper, sowas in der Art. Je nachdem, was mir da einfällt, was mich inspiriert. Habe jetzt hier gerade vor mir die Zeitschrift Photoshop liegen. Vielleicht finde ich da auch was Schönes, was mich inspiriert. Ich hatte auch geplant, was in Sachen Webdesign zu machen. Mit Photoshop muss ich auch nochmal gucken, wie weit ich da hinkomme. Das könnte also so ein Thema werden. Mit Blender werde ich mich jetzt die nächste Zeit erstmal nicht beschäftigen. Tut mir leid für die, die auf Blender scharf sind. Ja, da komme ich einfach nicht zu, da bin ich auch ein bisschen raus. Von daher hoffe ich auf Verständnis. Vielleicht macht ja der nette Lars nochmal ein Tutorial für euch oder ich finde nochmal jemanden, der sich gut in Blender auskennt. Ihr könnt mir gerne reinschreiben in die Comments, was ihr euch so für Tutorials wünscht. Ich kann natürlich jetzt nicht auf alle Wünsche eingehen und euch auch nicht dazu oder Absagen geben. Ich lasse mich dann einfach nur von euch inspirieren und wenn ihr Glück habt, kommt halt
euer gewünschtes Thema in einem kommenden Tutorial dran. So, dann höre ich mal auf erstmal mit dem Quatschen, denn Photoshop ist jetzt fertig. Ihr seht, er hat das jetzt hier einigermaßen zusammengefügt. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, zumindest hier oben und unten. Das ist aber ganz normal so. Ja, das passiert natürlich auch, wenn man die Fotos schießt. Die haben natürlich eine ein bisschen andere Perspektive, da man ja auch mit einem anderen Winkel auf das Objekt trifft. Und von daher entsteht hier viel Verschnitt. Das bekommen wir aber jetzt zu einem Bild, indem wir erstmal alle diese Ebenen hier markieren. Dazu nehme ich mir die unterste oder die oberste, ist egal. Halte Shift gedrückt und klicke dann in entgegengesetzter Richtung die nächste, letzte Ebene an. Dann markiert er alle. Dann gehe ich mit einem Rechtsklick da drauf und sage hier auf eine Ebene reduzieren. Das seht ihr jetzt nicht im Fenster. Auf eine Ebene reduzieren. Dann habe ich daraus eine Ebene gemacht und jetzt wähle ich mir hier das Auswahl-Rechteck-Werkzeug aus und ziehe mir eine rechteckige Auswahl so im Bereich, dass ich von oben und unten nichts ausschneide und mein ganzes Panorama quasi drauf ist, also der Abschnitt, den ich haben möchte. Dann kann ich das Ganze mit STRG-X oder STRG-C ausschneiden bzw. kopieren und mir dann einfach über Datei neu eine neue Datei erstellen. Hier gibt ihr als Vorgabe Zwischenablage, wenn er es nicht schon von alleine macht. Dann legt er jetzt hier die Breite von 87 mal 22, also 8700 mal 2200 an. So groß ist das Foto jetzt ausgeschnitten. Ich drücke auf OK, füge ein und habe hier mein Panorama. So sieht das dann aus. Von links nach rechts gezogen ist das jetzt hier ein riesiges Bild. Die Qualität weiß ich nicht, ob es jetzt am Foto liegt oder an dem Plugin selbst, wird natürlich ein bisschen schlechter dadurch, also ein bisschen verrauschter. Aber wenn ihr das quasi als ja, Leinwand oder sowas für zu Hause auf ja, auf dem Bild drucken möchtet, denke ich mal, dürfte das Ganze hier ausreichen. Ja, ist auf jeden Fall ein nettes Feature von Photoshop selbst jetzt und eine gute Möglichkeit, eine schöne Landschaft oder Kulisse auf ja, ein Bild zu bekommen. Ich blende euch am Ende des Videos hier jetzt gleich nochmal das ganze Panorama von links nach rechts ein, damit ihr es auch ein bisschen größer seht. Dazu speichere ich es mir einfach mal ab. Da ist die F. Und ja, dann zeige ich es euch einfach mal, wie das aussieht. Ich denke mal, man kann diesen Effekt Photomerge oder diese Automatisierung Photomerge auch für andere Sachen benutzen. Ich denke da an Map Overviews, wenn ihr jetzt mehrere Aufnahmen von oben von einer ja, Map, einer Karte eines Spiels aufnehmt. Und ich denke mal, dass er diese dann auch zusammenfügen kann. Ich bin mir nicht sicher, probiert's aus. Ja, das war's von mir. Wie gesagt, schreibt mir eure Tutorial-Wünsche, Ideen, Anregungen bitte in die Comments. Und ja, wer mit Blender sich auskennt, mal was für mich machen möchte, wer aber auch richtig gut ist, kann sich ja melden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verspreche euch in Zukunft auch, wie gesagt, mehr Photoshop wieder zu machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut.